Die neuen Hinweise 2. Die Anstalt. Hallo, ich bin Jens der Christ. Steht hier unten auch schon. Das Spiel ist kostenlos, wobei man kann es hier freischalten. Es kann sein, dass wir es nicht ganz zu Ende spielen können und das dann noch freischalten müssen. Irgendwie. Aber ich will mal sehen, wie weit wir kommen. Und ich habe das schon gespielt hier mit Jens der Christ. Da war ich jetzt nicht allzu gut und habe dann überlegt, dass ich es jetzt neu mache, nochmal spiele, damit das besser läuft. Ich kenne da ja auch schon einiges, kann euch dann etwas mehr erzählen und dann nehme ich jetzt hier mal den Jens. Wobei, wir spielen eine Frau. Also, ja, Jens für einen Frauennamen, naja. Aber ich bin Jens. Das Spiel ist übrigens auf Englisch, so kannst du auch ein bisschen Englisch lernen, glaube ich jedenfalls. Und hier kannst du dann sagen, wie schwierig das sein soll, also Experte sind wir wahrscheinlich nicht. Fortgeschrittener würde ich mich jetzt auch noch nicht bezeichnen. Entspannt, ja, entspannt ist auch immer ganz toll. Am 13. Juli 1954. Private investigators, what can I do for you? It's coming! He knows! Please help us! Hi! Also, new case, gear up. Yeah, neuer Fall. Oh, wir fahren auf eine Insel. Oh, we're almost there. I've heard Mnemosyne Asylum is totally self-sufficient. This is where I traced that weird phone call we received. You get any leads on who might have placed it? I guess we're the only ones getting on the island rather than off it. Hope we make it indoors before the storm hits. Brauchst du eine kleine Einführung? Ich jetzt nicht mehr, aber anhand der Einführung kann ich euch ein bisschen was in meinem Spiel erklären. Also sagen wir mal ja. So, wir können hier mit Leuten reden, indem wir, wenn der Mund da erscheint, aufklicken. You have better social skills than I do. Also ich habe bessere, ja, Skills als, naja. Dann haben wir hier die Lupe und können dann da Sachen betrachten. Und wenn da dieses Zahnrad leer ist, können wir da draufklicken und dann passiert irgendetwas. Wir können etwas aufnehmen und wieder reinstecken. Und so können wir den Klingelkopf reparieren. Achso, und jetzt noch klingel ich vielleicht. Yes, who is it? Yeah. My colleague and I are private investigators. We'd like to speak to whoever's in charge around here. A private detective? One moment, please. Let's go. Und ja, genau, gehen wir rein. Und man kann hier über die Pfeile reingehen. Und man kann auch wieder zurückgehen. Und wieder reingehen. Und wieder zurückgehen. Nein. Da ist eine Frau und die sprechen wir jetzt mal an, wenn wir schon wissen, wie es geht. Mein Name ist Claudia Kranz. I am in charge of this asylum. Why are you here? I received a distress call from someone in your asylum. Such is it to me, I like it. Oh. I bet a month's salary he's the one that phoned me. Yeah, Mord direkt vor unseren Augen und jetzt beginnt das erste Kapitel und die Dame heißt Kreuz. Na gut, das ist die übrigens da hinten. Wollen wir mit der reden? You said it was unlikely someone from here needed help. Because it is true. Now one of your employees is dead. Professor Crow? John Jonathan was my friend. I don't know what to say. Please, do your best and determine what happened. You must excuse me. I don't know what to think of all this. So. Der Professor ist tot.
He's dead. Can you help me check the body for clues? Na gut, dann helfen wir ihm mal den Körper zu untersuchen. Also die Brille. Er hat es nicht geschafft. Was auch immer. Dann sehen wir hier sein Namensschild. Da ist in der Tasche. Ich habe es verdient. Die Schmerzen, die Bestrafung. Hat er es verdient? Dann haben wir hier noch etwas. Und auch gleichzeitig einen Gegenstand, einen Schlüssel, den wir jetzt nehmen können. Und dann haben wir ihn in unserem Inventar. Ich sehe Dinge, die es nicht gibt. Ich glaube Gordon. Ja, es will uns alle holen. S. S. Gordon S. Sonst war jeder was, ich glaube hier war nichts mehr. Dann gehen wir mal zurück. What was Professor Crow's job? And who's Gordon? Professor Crow was our therapist. Gordon visited him once in a while. Something about night terrors. I need to take a look in Professor Crow's office. Second floor, left wing. Just don't be too nosy. Go check the professor's office. I'll take care of the body and alert the authorities. Ja, der lässt uns jetzt alleine da rein. Gucken wir mal hier in unser Notizbuch. Da können wir dann halt Personen angucken, wo einige Informationen sehen und auch Ziele. Und dann sehen wir hier die Ziele, die wir machen müssen. Also, beziehungsweise was wir erreicht haben. Naja. Hinweise. Also ja, hier in diesem Hinweis. Wo können wir dann hier auch noch irgendwie schöne Sachen machen? Ja, wollen wir gehen rein. Ouch! Darn! I'm so clumsy. I'm blind without my glasses. Can you help me find them? Tollpatschig. Sollen wir helfen, die zu finden? Nee, wir gehen hoch. Ach, können wir gar nicht. Reparieren wir mal die Brille. So, und jetzt können wir die Brille ihr geben. Das ist aber nett. Thank you. Bitte. But floor can be treacherous. I heard someone scream. What happened? Professor Crow fell out a window. He didn't make it. Professor Crow is dead? Oh no. Also hier sehen wir dann Hilfe. Wenn wir darauf klicken, können wir sehen, was wir zu tun haben, und zwar nach oben zu gehen. Sollen wir nochmal mit ihr reden? I'm sorry, but I need time to process all of this. Achso, na gut. Dann gehen wir nach oben. Ja, hier haben wir eine Statue, eine Tür. Die ist versperrt anscheinend irgendwie. Pfeile schon und eine andere Tür, und zwar von dem Professor, den wir. Door is locked by Crow himself before his death or by someone else. Ja, das hier ist jetzt ein Rätsel, und wir müssen jetzt hier den Schlüssel nehmen. Und jetzt müssen wir halt so fahren, dass wir alle Patienten hier mitnehmen. Also mal gucken. So. Und haben wir alle mitgenommen. Ja. Jetzt können wir rein. This is more than a desperate person jumping out of a window. What happened here? Ja, was ist hier passiert? Mal gucken. Kann man wieder das Fenster laufen?
Na gut, wir müssen jetzt Hinweise suchen und dann können wir dann hier draufklicken und dann haben wir es gefunden. Und wenn so ein Hinweis in der Nähe ist, dann blinkt so der Pfeil. Jetzt habe ich auch noch der Tisch, die Lampe, das Bild, Katze, der Schrank und was haben wir noch? Die Fußspuren. Und was haben wir noch? Das ist doch eine volle Sache. Haben wir jetzt alles, ne? Ja. Okay, jetzt müssen wir die Sachen in die richtige Reihenfolge bringen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier mit dem ersten anfangen. Und der Hintergrund hilft uns, wie es weitergeht. So, was haben wir denn jetzt noch? Also als ich das erste Mal gespielt habe, da war es nicht so einfach für mich. Nee, das stimmt nicht. So, und jetzt können wir uns angucken, was passiert ist. Was wir vermuten, dass passiert ist. Crow was sitting in his armchair. He had a box with him. Something happened. The professor drops the box on the floor. Someone enters the room, leaving footprints. Crow grabs the telephone and throws it at the suspect, smashing the glass cabinet. He picks up his cane and takes a swing at the perp, but is overwhelmed. The cane smashes the glass table. The attacker comes closer and leaves deep cuts on the wall. Crow steps back. He throws a lamp between him and his opponent. Then, the professor falls out of the window. Was he pushed? The suspect approaches the couch and picks up the teddy bear? He rips off the toy's head and throws it near the armchair. Last, he cuts a name on the painting. Ginger. After leaving his message, the killer flees. This was no suicide. Why did the murderer write that name on the painting? Yeah. Und warum schreibt der Mörder hier Ginger an das Bild? Ja, und woher weiß ich das alles? Also ich bin jetzt von dieser Situation nicht darauf gekommen. Aber wir können ja mal gucken, was wir noch so haben. That's Owen's phone number. Ich glaube, das ist unser Kollege. Wir müssen hier diese Sachen einsammeln. Mal gucken, was wir noch so haben. Die Kiste. Eine Puppe. Some kind of message. Guilty? Ja, ich bin schuldig, das stimmt. Aber ich kenne jemanden, der meine Schuld bezahlt hat und an dem ich die abgeben kann. Insofern. Ist das irgendwie schlimm? So, und jetzt liegt hier dieser Würfel. Der lag da immer nicht. Nein, den zweiten Würfel. Da kommt kein dritter Würfel. Fenster. Oh. Ja. Na gut, wir sollten unseren Mitarbeiter oder keine Ahnung. Bescheid sagen. Was haben wir hier? Also so sieht dieses komische Tier aus. Wobei ich glaube, es ist ein Mensch. Vielleicht ist das auch S geworden. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch so haben. Messer.
crashed my button. I'm good. Okay. Unter dem Bild ist irgendetwas verborgen. Hm. Dann gucken wir doch einfach mal nach, was da drunter ist. Oh. Hier kann man die Puzzleteile reinbringen und jetzt müssen wir es in die richtige Reihenfolge setzen. Also zuerst ist er traurig. Geht zum Arzt, kriegt Medizin und erst danach glücklich. Ja. Also erst tut's weh, wird zum Krankenhaus gefahren, wird untersucht und ist glücklich. Und das Feuer wird durch einen Streichholz entfacht. Dann wird es richtig stark. Man löscht es und dann ist es abgebrannt. Und wir finden jetzt ein Buch. A photo of the little girl. Wonder who she was. Ja, ein kleines Mädchen mit einer Teddy. Ja, Ginger wahrscheinlich, nehme ich mal an. Oh, Ginger. Ist sie tot? Nun, wir haben hier eine Schippe. Und das ist anscheinend ein Schlüssel für den Keller, der da unten irgendwo ist. Ja, dann sollten wir vielleicht mal nach unten gehen. Something's wrong with the lights. Oh. What the? Ah! What was that? Am I hallucinating? My head feels like it's in a vice. Ja, die Statue hat uns angegriffen. Aber diese Schwieren, die habe ich eben auch schon bei der Puppe gesehen. Tja, da bewegt sich nichts mehr gut. Und hier sind so schwarze Flecke, die hinunter rieseln. Ob das so gut ist? Aber wir sind ja im Krankenhaus. Na, gehen wir mal runter. Und dann reden wir mal mit der Person hier. This was no suicide. We may have a suspect. Who's Gordon? Gordon is our janitor. He used to visit Professor Crow for therapy. He recently suffered from night terrors. He's been acting strange. There was also a girl's name, Ginger. I'm sorry, but I don't know anyone by that name. Are you okay? You look pale. I had the strangest vision. Must be all the stress lately. Well, after witnessing what you did, who wouldn't? Mrs. Kreitz, I'd like my partner to search the facility. Oh, what choice do I have? Follow your gut. I'll stay here and try to get a hold of the authorities. Here is a map of the facility. You don't want to get lost around here. Na gut, dann nehmen wir mal die Karte. Damit wir nicht verloren gehen. Ja. Schauen wir mal die Karte an. Also hier sehen wir, wo wir sind. Da sehen wir, was wir noch zu tun haben müssen oder mögliche Aufgaben. Dann gibt es hier Orte nicht erreichbar. Ja, und wir können hier irgendwie hin und her springen. Obergeschoss. Und dann in den Keller, in den wir müssen. Dann müssen wir hier irgendwie rein und dann, naja, mal gucken. Wir suchen da den Hausmeister. Reden wir mal mit Gordon. Phone's out. Bet you it's the storm. Kollegen, nicht Gordon. Gordon suchen jetzt der Hausmeister. S. Hm. Was soll immer das sein? Sollen wir nochmal die Leiche gucken? Ja, können wir gar nicht. Dann gehen wir jetzt mal in den Keller. Und wir haben ja hier den Schlüssel für den Keller. Gehen wir mal rein, ne?
Sollen wir reingehen? Ach ja, hier. What the? Oh. Hat uns jemand reingeschubst oder irgendwie sowas? Stand jemand? Was hat er denn jetzt hier gegeben? Du bist tot. Ja. This feels strange. Hau ab. Wollen wir jetzt hier irgendwie das bewerten? Nein, danke. Hau ab, ja. Und da werden wieder diese komischen Erscheinungen hier an der Seite. Also ich glaube, die Puppe, die macht irgendetwas. Die hat da irgendwelche Substanzen, die einen komische Sachen sehen lassen, glaube ich. Naja, und wie sollen wir abhauen, wenn wir hier eingeschlossen sind? Ne? Gibst du uns eine Puppe und sagst, hau ab. Aber wir können ja hier gar nicht raus. Vielleicht doch. Mal gucken. Aber wir sind jetzt hier beim zweiten Kapitel und beim zweiten Kapitel wollte ich jetzt Schluss machen. Solange habe ich auch bei den anderen gespielt. Wobei ich da ein bisschen länger gebraucht habe, glaube ich. Und ein bisschen weniger Plan hatte als jetzt. Und mal gucken, vielleicht lade ich es noch irgendwo anderswo, vielleicht versteckt. Und dann findet ihr irgendwo hier den Link. Naja. Wenn es euch gefallen hat, spiele ich das noch weiter, aber ich glaube, ich spiele das auch so weiter. Weil ich möchte wissen, wie weit man das spielen kann, ohne dass man mal was für bezahlen muss. Mal gucken. Okay, und ich wünsche euch jetzt noch Gottes Segen.